Damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Sega Mega Drive oder Sega Genesis für Nintendo Switch Online. Heute geht es weiter mit Gunstar Heroes. Keine Ahnung, was das ist. In diesem Riesenerfolg des altgemessenen Studios Treasure müssen zwei Gunstar-Krieger vier mythische Steine sammeln, um ein böses Reich davon abzuhalten, einen Gott der Zerstörung wieder auferstehen zu lassen. Ja, kurz und knapp. Ist für zwei Spieler gedacht. Wir schauen einfach mal rein, würde ich sagen. Uah. Flimmer. Treasure. Gunstar Heroes. Und ich muss sagen, der Antagonist sah ein bisschen aus wie Bison von Street Fighter. Na komm. Wir gucken erstmal bei Optionen. Was gibt es denn hier? Ja, nee, ist klar. Genau, Start to Exit. Okay, also wir starten einfach direkt ins Spiel. Viel einstellen kann man nicht. Free Shot, Fixed Shot. Ja. Force fire rapidly to a point. Lightning fires through enemies. Chaser follow enemies. Und fire is very effective in close combat. Ja, ich nehme jetzt einfach mal das hier. Which stage do you choose? Empire Army is attacking the natives. Save them. Wow. Einfach hier ballern. Okay, also aufsammeln kann ich hier scheinbar nichts. Muss hier scheinbar durchlaufen. Na. Ja, hier ist einfach nur Geballer. Kann ich das aufheben? Ich kann es nicht aufheben. Ups. Ah, ich muss mich bücken und Y drücken. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Ein Boss erscheint. Was ist denn das für ein Boss?
So. Das ist der Boss. Das ist in der Mitte. Der riesengroße Spargel. Achso. So. Also es ist hier eigentlich ein extrem übertriebenes Shoot'em-up. Erinnert mich so ein bisschen an Turrican. Nur in kinderfreundlich. Ach, ich muss ihn mal anspringen. Oh. Ich hab einen Flammenwerfer. Krabbeln wir halt hoch. Viel Energie habe ich jetzt nicht mehr. Boss is approaching. Bravo, Mann. Action Spinning Driver Dragon Punch. So. Ich weiß noch nicht, was ich machen muss. Ich baller hier einfach nur auf ihn. Wie sollte ich denn über den rüberkommen? Okay, bravo, Mann. Ich weiß, dass man nicht feststehen kann. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Wo muss ich ihn treffen? Ich treffe ihn die ganze Zeit. Ah, ich sehe da eine Prozentzahl. Defeated. Oh Mann. Es ist ein komisches Spiel. Aber ich finde es besser als das letzte, was ich gespielt hatte. Ja. Ich laufe hier einfach nur. What the fuck? So. Warning. Boss is approaching. Ich glaube, ich habe zielsuchend diese Waffe hier. Das wird kombiniert. Boss Vitality. So. Na komm.
Na komm. Yes. Ein bisschen merkwürdig. Stage clear. Okay. Hat dann noch so ein bisschen was von Mega Man, würde ich fast sagen. Habe ich jetzt meine Waffe noch, die ich eben gerade hatte? Ja. Au. Ah, komm. Ihr nervt. Ah, warum falle ich da immer runter? So. Na, komm. What the? Jetzt ist meine Waffe weg, ne? Oh, ich kann sogar Wandsprünge. Ja, das ist praktischer, die ganze Zeit hier zu drücken. Mann! Alter! Okay. Let's fight. Was? Was ist hier los? Shoot his head. Ja, okay, geschafft. Schon wieder ein Kampf. Ja, okay, eine nette Idee hier sozusagen ein Mario Party mit zu integrieren, wenn man es mal so nimmt. Ja.
Wieder eine 2. Immer nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das finde ich hier eine nette Idee, wenn es dann halt auch anders geht. Minion Soldiers. Alter. Nur noch 10 Energie, finde ich auch nice. Wenn es hier erstmal ein Checkpoint gibt, wäre nice. Er hat nur 1 oder 2 oder 3 oder was. Okay, ich konnte jedenfalls Energie sammeln. Komisches Spiel. Aber gut, ich sag mal so, das macht mir wirklich ein bisschen Spaß. Happy Item Room. Yay, mal was anderes. Collect Items. So, Energie. Was ist? Oh, nee. Na komm. Jetzt finde ich doch geiler. Warte mal, was ist denn hiermit? Nee, nee, nee. Sollte man mal so. Das finde ich viel besser. Und wir haben wieder Energie. Let's fight. Vortex. Den Boss verstehe ich nicht. Wo ist denn jetzt mein Checkpoint? Das würde mich jetzt noch interessieren. Noch wieder ganz am Anfang. Nee, komm. Nee, nee, nee. Oh, komm. Oh, das gibt's doch nicht. Ich wollte eigentlich runter, aber ist in Ordnung. Oh, das gibt's doch nicht. So, der geht wieder nach da oben und dann haben wir ihn defeated. Okay.
Ich möchte euch das Level jetzt hier noch zeigen, ey. Gibt's doch nicht. Na komm, genau. Was ist die 1? 1 ist Let's Fight? Wieso das denn? Kann ich das jetzt irgendwie beeinflussen? So, clear. Super Gondola. What the hell muss ich hier machen? Haha! Der ist krass. Der Boss ist krass. Ja. Komm, geh kaputt. Haben wir ihn jetzt? Jetzt haben wir ihn. Ich hätte jetzt gerne noch mal Items. So, ich bräuchte jetzt eine 3. Und das ist dann der Boss. Mit 4 Energie. Ja? Congratulations, you completed the Dice Soul Bonus. Morning. Ja, ich hätte gerne noch Energie gehabt, aber ist ja in Ordnung, ne? Halt. Okay, weiß ich das jetzt auch. Nope, da kann ich mich nicht hinstellen. Eine 2. Okay, da muss ich mich einfach nur verstecken. Und wir haben ihn geschafft. Okay, Leute. War ein interessantes Spiel, muss ich sagen. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Also ich denke mal hier wirklich, mit dem Spiel hätte man in der Reihe mehr machen können. Es ist jetzt kein schlechtes Spiel. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und was? Was soll das? Ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.